SpaceX hat erfolgreich den ersten Raketenstart des Jahres absolviert. Die Trägerrakete Falcon 9 hob vom Weltraumflughafen in Cape Canaveral ab und transportierte eine geheime Ladung der US-Behörden in eine erdnahe Umlaufbahn. Die Mission trug den Namen Zuma, weitere Details zur Fracht der Rakete wurden nicht bekannt. Die wiederverwendbare Trägerrakete landete rund 8 Minuten nach dem Start wieder im vorgesehenen Bereich in Florida. Damit gelang bereits die 21. Landung einer wiederverwendbaren SpaceX-Rakete. Für Ende dieses Jahres plant das private US-amerikanische Raumfahrtunternehmen für 2 Weltraumtouristen einen bemannten Flug um den Mond.